Hey, warum zitterst du? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du einen Bruder hast? Dieser Sitzsack ist zu klein für uns zwei. Hey, hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Das Wort kennst du wohl nicht, oder? Was liest du? Hey, gib mir mein Buch wieder. Sie hat einfach mein Buch weggenommen. Oh Mann. Ach nein, wir sind zu früh dran. Der Laden ist noch zu. Es ist viel zu langweilig zu warten. Da müssen wir etwas Spaß hinzufügen. Hey, sag mal, spinnst du? Wieso, was ist denn los? Hat doch gar nichts gemacht? Keine Ahnung, vielleicht hat sie heute einfach einen schlechten Tag. Okay, Schwester. Wenn du denkst, du kommst damit davon, hast du dich geschnitten. Schau genau hin. Hier ist dein perfektes Opfer. Okay, wie gefällt dir das? Hey, wer war das? Sie war das. Ich glaub dir nicht. Und weg ist er. Hey, geht's dir gut? Hm? Dieser Typ war nicht gerade freundlich. Okay, ich geb's zu, ich war's. Sorry, war halt nur ein Scherz. Der König des Baseballs ist auf dem Feld. Schaut ihn euch an. Die Willenskraft, die Figur. Dieser Typ wurde geboren, um zu gewinnen. Und, wie fühlst du dich? Bist du bereit? Sie wirft den Ball. Was war das denn? Bist du so schwach? Na warte, ich werd's dir zeigen. Ich nehme anstelle eines Balls einen Ballon mit Wasser. Er bekommt eine erfrischende Dusche. Schön erfrischend, stimmt's? Oh, okay, schluck's einfach runter. Schlag einfach. Oh, ich glaube, ich habe einen Vulkan zum Leben erweckt. Es ist Zeit wegzurennen. Wenn man mit einem Bruder zusammenlebt, dann ist täglicher Dreck vorprogrammiert. Vorsicht, deine Füße. Das war aber erst der Anfang. Seht ihr? Er provoziert mal wieder. Hey, was soll das? Ich werde nicht nochmal saugen. Aber es gibt einen Ausweg. Ich glaube, ich müsste ihn einfach nur einsaugen. Oh, ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Aber jetzt ist es immerhin sauber. Es ist schön, einen älteren Bruder zu haben. Er wird mich immer beschützen. Bis ein toller Kerl ins Spiel kommt. Oh Gott, schau ihn dir an. Wir schauen uns immer wieder an. Es hat wohl gefunkt. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Aber mein Bruder glaubt das nicht. Mach's gut, Alter. Das ist eine ernste Angelegenheit. Willst du etwa, dass dieses Baby keine Mutter mehr hat? Oh, okay. Ich bin hier raus. Welches Baby? Es ist nur ein Shirt. Ich hab's doch nur für dich getan. Du musst mir dankbar sein. Dieser Typ hat die Prüfung nicht bestanden. Es ist 3 Uhr morgens und ich bin immer noch nicht fertig. Oh Mann, und ich bin so müde. Außerdem habe ich keinen Kaffee mehr. Naja, egal. Ich muss nur noch ein Kapitel schreiben. Aber ich brauche trotzdem eine Tasse Kaffee. Hey, hast du Angst einzuschlafen? Ich hole meinen USB-Stick raus. Ich gebe dir gleich Energie. Ein paar einfache Tricks. Jetzt muss ich nur noch den USB-Stick rausnehmen. Oh, da kommt er ja auch schon. Oh Gott, es ist alles weg. Ein Bluescreen ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Okay, keine Panik. Hey, es ist nur ein Streich. Schau, es ist nur ein Bild. Ist doch lustig, oder? Nein? Oh oh. Hey, lass uns was bestellen. Eine schnelle Pizzalieferung wirkt Wunder. Und eine leckere Cola. Hm, besser geht's nicht. Oh, stimmt. Ich mache ja gerade eine Diät. Ach, nein, danke. Ich bin stark. Ich schaff das schon. Ah, aber es riecht so gut. Und da sind so leckere Peperonis drauf. Ich ertrink noch im Speichel. Und ich kann keine Cola trinken. Da ist zu viel Zucker drin. Tolles Leben.
Hey, warum isst du nichts? Du weißt doch, dass ich gerade auf Diät bin. Keine Sorge, dein Bruder hat eine bessere Idee. Los, komm mit! Renn einfach der Pizza hinterher. Ich werde den Köder ziehen. Das ist doch eine gute Motivation, oder? Komm schon, beweg deine Beine. Noch eine Meile und die Pizza gehört dir. Endlich, mein Preis. Eine leere Schachtel? Und wo ist die Pizza? Na warte, ich krieg dich. Für einige Jungs ist ihre Schwester wie ein guter Kumpel. Ihr könnt über eure Geheimnisse oder über Fußball sprechen. Die Emotionen sind hoch. Und es herrscht Stille? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Lass mich in Ruhe. Ich habe gerade eine Hautmaske aufgetragen. Oh, könntest du nächstes Mal ein Schild aufhängen, damit ich auch nicht reinkomme? Naja, was soll's. Ich vergesse immer, dass du ein Mädchen bist. Ich liebe Freitagabende. Passt auf, ein Playboy geht auf die Jagd. Ich komm mit dir. Hey Schwester, wohin willst du? Na schön, du könntest dich aber wenigstens schminken. Okay, wenn ich mit darf? Na schön, das wirst du natürlich nicht, weil ich mich darum gekümmert habe. Hey, wo ist mein Make-up hin? Oh, Streichhölzer. Das geht auch. Zünde dein Streichholz an und pustet es aus. Tada! Ein Augenbrauenstift ist fertig. Das einzig farbige, was hier rumliegt, ist ein Buntstift. Ich zünde die Spitze des Stifts an und benutze es als Lipliner. Seht ihr? Man kann sich auch ohne Make-up schminken. Okay, ich bin bereit. Hast du Mamas Schminktasche geklaut? Wie hast du das überhaupt gemacht? Okay, ich hab's nur mal versprochen. Lass uns zusammen feiern gehen. Ah, Herbst. Es ist so gemütlich unter der warmen Decke. Ein Glück muss ich nirgendwo hin. Oh, ich hab keinen Tee mehr. Kannst du mir eine neue Tasse bringen? Oh nein, du hast ja noch nicht mal Kekse für mich. Wie wär's mit etwas Geld? Oh, das ist die richtige Motivation. Da bekommst du nicht nur einen Tee. Hier ist ein kleines Dessert. Immerhin habe ich jetzt Geld. Was? Das ist kein echtes Geld. Du bist so hinterhältig. Ich muss meine Haare waschen. Und ich habe kein Shampoo mehr. Schlechtes Timing. Naja, ich werde mir das Shampoo von meiner Schwester ausleihen. Hey Kumpel, lies dir das Etikett sorgfältig durch. Es ist Shampoo für schnelles Haarwachstum. Vielleicht ist es das nicht wert. Naja, wir haben dich gewarnt. Eine Lektion für jeden Bruder da draußen. Nehmt niemals die Schönheitsprodukte eurer Schwester, ohne zu fragen, obwohl es ihm steht. Schaut euch nur dieses wunderschöne Haar an. Ich hasse es, Kartoffeln zu schälen. Ich glaube, ich weiß, was ich machen kann. Ich schäle sie etwas und schneide einen großen Teil der Kartoffel ab. So, je mehr ich abschneide, desto besser. Ihr werdet gleich sehen, warum. Eine Kartoffel spart mir immerhin eine halbe Stunde. Und hier ist er auch schon. Hey, weißt du nicht, wie man Kartoffeln schält? Komm, ich zeig's dir. Sieh mal, du nimmst deine Kartoffel und schneidest eine dünne Schicht der Schale ab. Es muss dünn sein, sonst bleibt nicht mehr so viel von der Kartoffel übrig. Setz dich. Also, du musst die Kartoffel genau so schälen, okay? Sieh einfach zu und pass auf, ja? Ich schau dir einfach nur zu. Mein Bruder war so begeistert davon, mir alles beizubringen, dass er gar nicht bemerkt hat, dass er alle Kartoffeln geschält hat. Wie macht sie das nur? Ich frage mich, wer den allerersten Schleim erfunden hat. Sie müssen Genies gewesen sein. Es ist so lustig und glitschig. Ich kann gar nicht aufhören, damit zu spielen. Hey Bruder, gib mir deine Hand. Öffne deine Handfläche und drück dein Ellbogen gegen den Tisch. Ja, genau so. Deine Hand sollte leicht federnd sein. Okay, ich leg den Schleim auf die Hand. Ziehe und Feuer. Das war's schon. Ich hau lieber ab. Oh, ich werde dein Gesicht mit diesem Schleim waschen. Wie fandet ihr unsere beiden Geschwister? Wie heißen eure Geschwister und wie alt sind sie? Schreibt es uns.
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.